Ja, da sind wir wieder mit der nächsten Runde. So, jetzt diesmal ich, der Exis, gegen den Slay. Und wir fangen jetzt einfach mal entspannt an mit Würfeln. Whee! Oh, eine 1. Das wirst du und ich bin dran. Oh, eine 3. Gut. Supi! Kann ich zurück, so. Wahrscheinlich hier, ne? Ja. Dann fange ich mal war jetzt Player 1. An. Ist doch... Mach von links nach rechts. Also. Okay. So. So, ich ziehe meine ersten 5 Handkarten. So, ich beginne mit dem Zombie-Meister im Angriffsmodus. Oh, da verliert er gleich Lebenspunkte. Eine Karte verdeckt und ich beende meinen Zug. Ich ziehe. Ich aktiviere meinen mystischen Raumtaifun. Das finde ich gemein. Ich wollte bluffen. Danach will ich einmal zur Verteidigungsmodus und spiele eine Karte verdeckt und du bist. Alles klar, ich opfere meinen Zombie-Meister. Ja. Rufe meinen rotäugigen Zombie-Drachen. Ja. So. Ja, was kann der nochmal? Der Zombie-Drache kann durch einen Zombie-Monster als Tribut beschworen werden. Und wenn er ein Zombie-Monster zerstört, kann ich es auf meine Spielfeldseite holen. Oh. Also, da ich auch gerade gegen Zombie spiele, ist der sehr nützlich. Ja, verdammt nochmal. So, und dann greife ich mit meinem rotäugigen Zombie-Drache dein verdecktes Monster an. Sakuretsu. Schade, das finde ich schade. Okay, schade. Mein Zug. Das war bestimmt sowieso eine Pyramidenschildkröte. Nein, niemals. Hier kostet doch DD. Also, ja. ich spiele eine Karte verdeckt. Rufe Mitsuki im Angriffsmodus. Ja. Switch meine Schildkröte in Angriff. Mitsuki direkt? Ja. Schildkröte direkt? Das sind 2900. Minus 2930. Und dann wenn. Stopp, ich spiele noch eine Karte verdeckt und wende meinen Zug. Zwei verdeckte Karten. Kebab? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, Kebab. So. Döner Kebab. Dann machen wir das jetzt mal. Wie zivilisierte Leute? Ganz simpel. Ich rufe ebenfalls einen Mitsuki im Angriffsmodus. Okay. Greife mit meinem Mitsuki deinen Mitsuki an. Okay. Geh in die Battleface, also in die Mainphase 2. Verbanne meinen Mitsuki aus dem Spiel und meinen rotäugigen Zombie-Drachen wieder zurück aufs Feld. Ich aktiviere meine ernste Warnung. Das finde ich scheiße. Verdammt. Ich opfere 2000 Lebenspunkte. Dafür geht mein Zombie-Drache wieder auf den Friedhof. Ja, und dann beende ich meinen Zug. 1000. Gut. Da steht 6000 zu 5100. Muss mal kurz was nachlesen. Mann, das war der. Das war die Plan gerade. Der Plan ist so mega. Der Plan ist. Der Plan ist. Hab ich vergessen, okay? Oh Mann, hab ich einen Plan? Ich rufe meinen solch verbreitenden Zombie. Das wollte ich doch machen. Ich mache eine. Warum bist du denn? Sechster Synchro. Warum bist du denn jetzt so? Sag mal, warum ist ich rufe verdammtes Kaiserdrache. Verdammtes Kaiserdrache möchte seinen Effekt nutzen. Nee, will ich aber nicht. Will ich aber nicht. Ich beschwöre deinen rotäugigen Zombie-Drachen als Spezialbeschwörung auf mein Spielfeld. Nein, will ich aber nicht. Wie viel Lebenspunkte hat der Exis noch? 5-1. Also habe ich jetzt nur noch... Buch des Lebens. Nichts mehr. Mitsuki, ich erwähne deinen Zombie-Meister aus dem Spiel. Mitsuki. Ja, geht alles Zombie-Drache. Verdammtes Kaiserdrache. Verdammt! Schönes Duell. Zero! From Zero to Hero! Alter, ich hab dich ein Vampir gezogen! Ich hab dich mit fucking 3 Monstern gekillt! Ich hätte jetzt auch in der nächsten Runde hätte ich jetzt auch gut was machen können. Tristan Isolde. Dann. Sollte aber nicht so sein! Okay, Und dann bin ich hergekommen. Okay, und jetzt sind wir beide dran. Ja, als nächstes spielen der Skyline gegen. Daiki. Gegen Daiki. Und ja, wir sehen uns dann, wenn wir das nächste Mal dran sind. Haha! Yeah. Wow, okay. Logic! Um eine neue Runde zu verlieren.